Herzlich willkommen, liebe AndroidNews.de-Leser. Lange ist es her, ja, fast 2 Wochen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder einen Podcast. Habt da lange drauf gewartet. Ich sitze hier mit einem neuen Kollegen, den kennt ihr schon von seinen Artikeln, gesehen habt ihr noch nicht. Das ist Robert, bekannt von HTC Insight. Das ist dein bisheriger Blog gewesen. Ne? Und jetzt ab sofort eben bei Android News, verstärkt uns hier im Team. Herzlich willkommen, Robert. Das machen wir ganz offiziell. Falls euch wundert, wo der Schuh ist, der hält gerade. Was haben wir? Der Robert hat uns was mitgebracht. Und zwar erinnert ihr euch, wir hatten ja die Tage mal, ich zeig mal erstmal das hier, das LG Optimus 3D getestet. Ist ganz gut abgeschnitten bei uns. Netter 3D-Effekt, funktioniert ganz gut. Und der Robert hat uns jetzt das zweite große 3D-Phone mitgebracht. Sicherlich was. Seite, die sich vergessen. Noch eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt und die ich loswerden muss, ist eine traurige Nachricht. Auch ich werde AndroidNews.de verlassen. Das ist quasi mein letzter Podcast hier jetzt für Android News. Ich bin morgen noch da, aber ab 1. September dann leider nicht mehr. Finde ich sehr, sehr schade. Es hat hier sowohl im Team wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schade, dass ich mit Robert jetzt gar nicht groß zusammenarbeiten kann. Es hat mit euch Lesern ganz viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für die vielen tollen Comments, die wir bekommen haben. Habe ich mich immer sehr darüber gefreut, wenn ihr einen Podcast werden wieder aufgerollt werden. Der Tag im Droidland zum Beispiel, der viel geforderte, der wird wiederkommen, sobald sich das hier eingependelt hat. Und seid nett zum Robert, das ist ein guter, der hat viel, viel Ahnung, nicht nur von HTC, sondern auch von allen anderen Android-Geräten und das werden gute Artikel werden, die da kommen. Schuh natürlich genauso. Ja, und jetzt wie gesagt, wir werden die nächsten Tage auf der IFA rumhängen, ich auch aus persönlichem Interesse einfach und dann sieht man sich bestimmt da mal und ansonsten alles Gute, habt Spaß, bis bald, tschüss. Ciao.